Tja, da wollte ich leider einmal vorne weggreifen, dass ich die entdeckt habe. Und darf sie nochmal besiegen. Schön, nicht wahr? Und wenn ich das habe, dann kommen wir zum dritten Teil. Okay, den anderen Dungeon gehe ich auch von aus, dass wir den nicht machen können. Ja, komm, so richtig farmen kann ich ja auch wieder wann anders. Also halt wirklich wieder wann anders. Immerhin brennt der. Wurde er gerade nur interrupted? Ich glaube schon. So, bitte nicht einbuddeln. Danke. Ja, bei der Waffe muss ich aber auch immer wieder drücken. Das, was ich gewohnt bin. Dabei habe ich mich doch gerade erst wieder umgewöhnt. Ja, komm zu Papa. Ich sagte zu Papa, nicht zu... wie noch immer du gerade hochgeworfen hast. Oh, es sieht so schön aus, wenn Gegner brennen, um ehrlich zu sein. Nein, buddel dich doch nicht ein. Ja, stimmt, wir spawnen ja immer wieder neue. Ja, komm zu Papa. So ist gut. Und brennen solltest du am besten auch noch gleich. Oh, schade, es hat noch getroffen. No, der buddelt sich wieder ein. Und brennt tut er immer noch nicht. Jo. Ich weiß nicht, ob ich das ausweichen könnte, wenn ich nach hinten gegangen wäre, aber ja. Um ehrlich zu sein, weiß ich überhaupt nicht, wo die Schwachstellen bei diesen Würmern sind. Hätte ich da vielleicht noch eine geschafft, dann ja. Noch eine Ausweichrolle. Also ein bisschen heilen kann ich auch mal wieder. Einfach um die Gadgets-Benutzung hochzuhauen. So, oh, den habt ihr auch erledigt, na? Droppt seltener Gegenstände plus 3, nee, 1, was auch immer das ist, jetzt bringt es mir was. Lange Todesanimation ist lang. Leider nur so ein Objekt. Beschaffe das Aphasis-Teil aus der U-Bahn. Gut. Ich weiß nicht, ja komm. Hier bin ich eigentlich noch nicht fertig. Die unterirdische Waffenfabrik sind wir, glaube ich, nicht. Industriezone war auch ziemlich groß. Schiffsfriedhof ist ja in dem Sinne kein Dungeon. Hier habe ich noch ein bisschen was zu erledigen, aber... lass uns da einfach hingehen. Hier muss ich ja noch erkunden und nicht, dass jetzt wieder... diese Kack-Fliege-Gegner auftauchen. Aber ja, tun sie. Und stellt euch die in dreimal schlimmer vor. Und ich benutze die ganze Zeit meine Farm-Sache eigentlich, nicht mal die richtigen Waffen. Aber das ist ja auch egal. So, muss mir doch möglich sein, die theoretisch auszuweichen. Ah, da sind die. Die zwei schön, warte mal. Wo schaue ich eigentlich auf der Karte? Ah, da lang, in die Stadt. Da, wo ich hin muss. Oh, ein Raufbold. Oh. Ich wollte eigentlich nur das hier aktivieren. Immerhin ist das kein Pyromane und Raufbold sollte gehen. Oh, wollte eigentlich das hier nehmen.
Ja, dein Schrei ist schön, hat meine Messer abgebrochen. Ist nicht so. Seit wann kannst du so schnell wieder angreifen? Holy, das konnte der andere nicht. Jetzt weißt du schon mal, was der Unterschied zwischen Raufbold und Delinquent ist. Etwas nicht Schönes. Brenne. So, bevor du noch Schaden anrichten kannst, stirb. Alles gut. So, wo wollte ich jetzt lang? Ich glaube, ich wollte hier oben einfach nur rumgehen. Um zur Stadt zu gehen. Weil ich keinen Bock auf diese fliegenden Gegner hatte. Und außerdem erkunden wir dadurch noch so ein bisschen die Gebiete. Dort unten sind die ganze Zeit Gegner, die ich eigentlich besiegen soll. Kaiser. Ja, ich glaube, die muss ich besiegen als Quest. Ha. Weil ich bin jetzt gerade nicht im Bilde, was wir hier sonst noch haben. Aber gut, in dem Sinne kann man die ja auch von hier oben einfach absnipen. Absnipen. Schön, dass die anderen nichts merken. Wenn ihr dann bitte nicht unbedingt... Ja, dann eben nicht, ne? Da bin ich einfach mal unten. Gehen wir einfach mal den normalen Weg. Passt auch. Also die Sniper macht schon Schaden. Und das nicht wenig. Ah, dreimal hat der Panzer. Das ist alles so Sachen, die man braucht. Dann sind wir wieder bei den Skorpionen. Wow. Also ja, ich mag die... sag schon... Die Messermarke schon. Nur das Dumme ist, gegen fliegende Gegner nicht so schön und eigentlich auch nur gegen Gegner direkt vor einem sind, weil man immer nur einfach geradeaus schießt. Und noch nicht mal die Gegner irgendwie anvisieren kann. Oh. Jo, also das sieht mir nach Spaß aus, muss ich sagen. Solostecher, ich glaube, die habe ich auch als Quest. Schön nachladen. Das sieht gerade komisch aus, muss ich sagen. Weg da, danke. Mir scheißegal, was um mich rumläuft. Immer schön auf den Boss snipen. Was? Und es sterben alle, wenn... Sag ich jetzt nicht unbedingt nein zu? Aber okay. Oh Gott. Kann ich nicht mal schneller laufen? Sylph Typ A. Ist das nicht... ist ein Outfit? Okay, theoretisch sollte ich eigentlich auf der Karte Stadtruine. Nein, ich muss ungefähr hier hin. Ortseingang. Es existiert nur ein Sniper. Nein, falscher Knopf. Sag mal, nicht so wackeln bitte, Mann. Okay, ich will nicht wissen, wie viel es hier gibt. Ich habe hier sehr viele Schätze zu finden. Und bis man hier irgendwie... okay. Das ging schnell. Bevor man hier irgendwie mal Schätze findet, dauert es schon ein bisschen.
Aber ich find's schön, wie hier Gegner immer nur vereinzelt rumlaufen. So gefühlt. Sagt er und dann entdeckt er drei Leute. Vielleicht sollte ich schon ein bisschen auf mein Leben achten. So ganz bisschen. Ja gut, die letzte war jetzt vielleicht. Oh, ich habe die gegen den Container geschossen, ne? Die ist ja mal wieder typisch. Oh! Was haben wir denn da? Ah. Warum wackelt das so sehr? To be honest. Einfach aufballern, würde ich sagen. Das sieht gefährlich aus. Hab ich nur so das Gefühl, oder gibt es hier quasi Erdbeben, die hier alles noch schlimmer machen? Mit den Wackeln. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ach komm schon, ist das nicht die Schwachstelle? Oder wo ist da die verdammte Oh. Nee, aber ich wackel hier auf dieser Map echt extrem. Ich hoffe, du warst nicht die ganze Zeit hinter mir. Ah. Danke. Ja, das... Oh Gott, ey, diese Bewegung. Danke. Ah. Aber schön, dass ich mal gut mit Sniper arbeiten kann. Ich frage mich nur immer noch, was ich hier eigentlich alles erkunden muss. Weil die Stadt ist ja auch nicht gerade klein. Und man kann sich auch schon leicht verirren, sag ich mal. Verborgener Sucher. Okay. Würde ich mal sagen, der kann sicherlich Raketen schießen. Jetzt mal im Ernst. Warum verzieht das so hart? Aber so richtig hart. Ich glaube nicht, dass ich dem irgendwie vernünftig Schaden machen kann. Ist ja alles überhaupt kein Schaden. Oh. Ein Grund mehr, Gadgets zu benutzen, ne? Oh Gott, der kann springen. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht. Also einfach trotzdem ein bisschen Minimalschaden machen. Brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich nur meine Gadgets, wenn ich nicht unbedingt Muni ausgeben will. Aber ja. Schaden machen die anscheinend nicht so viel. Na, gleich wieder eine Granate ready. No. Brenne gefälligst. Hängst du jetzt da oben fest? Nein, okay. Sah trotzdem lustig aus. Oh. Jetzt habe ich auch noch einen Sniper hinter mir.
Ups. Ja. Ja. Du kannst ruhig wieder brennen. Das wird ewig dauern, bis man dich down hat. Ewig. Dann gibt es da noch Sniper und so. Oh. Da habe ich wieder verzogen. Da brauche ich echt nichts anderes benutzen. Außer Gadgets. Für die jedenfalls. Ich treffe die noch nicht mal von hier aus. Huh. So. So, der andere ist. Der andere ist, glaube ich, schon weg. Nee, der ist da unten. Okay. Trotzdem kann man den ganz normal abballern, würde ich sagen. War klar, dass sie nicht treffen. No! Aber gut. Ich bin nicht fürs Wiederbeleben da. Na, natürlich treffen die nicht. Ah, was ist das für ein Vieh, Alter? Ich glaube, gegen die bräuchte ich optischen Angriff. Aber. Ne? Brenn einfach mal. Ich glaube, ohne Brandschaden bekomme ich nicht wirklich was. Auf die Reihe bei dem. Ich meine, schießen brauche ich eigentlich gar nicht, es sei denn, ich will Muni verschwenden. Aber ich glaube, ich muss trotzdem. Er bringt halt ein bisschen was. Immerhin ein bisschen. Klick, klick, klick. Wir haben es ja bald. Und dann weiß ich immer noch nicht, wohin ich muss. Als ob die treffen. Oh, endlich brennt er wieder. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel Schaden das eigentlich macht. Das hätte ich gedacht, tut mehr weh. Ich hoffe, der andere respawnt nicht bevor... Na? Bevor der wiederkommt, sag mal, musst du mich haben? Moment, das macht mehr Schaden, als ich da denke, so 300. Oh. Okay. Benutze ich auch mal das hier. Einfach nur für Gadget-Use. Intelligenz verkürzt unter anderem auch die Gadget-Zeit. Also wär an sich auch okay, das zu leveln, aber... Ich werde davon nur ein bisschen ausgeglichenere Sets haben. So, das war's. Nein, doch. Ah, so, drop wenigstens was Gutes. Na gut. Es ist ein seltener Gegenstand, will man mal nicht so sein, ne? Da oben ist auch noch ein Gegenstand. Den sammeln wir auch nochmal eben ein. Falls man da überhaupt draufkommt. Danke. Stille? Goliath? Huh. So, ich würde sagen... Ja, ich weiß nicht, ob ich mit euch hier komplett alles erkunde. Aber, ne, jeden Dungeon mache ich auf jeden Fall mit euch. Weil das hier weiß ich gerade echt nicht. Hier gibt es echt viele kleine Ecken. Ich meine, irgendwann vielleicht. Dann sieht man immer mehr. Besonders wenn ich dann mal irgendwo hingehe. Ja.
Komm nicht ganz an. Ja. Die Messer sind echt toll für Gegner auf dem Boden. Betonung liegt auf dem Boden. So. Problem ist, hier darf ich echt viel erkunden. Mit den verdammten Südeingang. Schön, dass ich Schnellreisepunkte bekomme. Das ist immer gut. Aber gehen wir jetzt erstmal dahin, wo wir hin sollen. Brenne. Okay, die Messer sind vorbeigeschossen worden. U-Bahn A. Sollte das jetzt nicht ein Dungeon sein? Oder was? Oder hieß es nur, in diesem Gebiet soll ich Ausschau halten? Tschüss. Euch nicht nochmal, danke. Auf solche fliegende Gegner hatte ich erstmal genug. Die werden wir wahrscheinlich dann auch noch in den alten Sanden kurz noch finden. Wer von euch macht eigentlich immer eine Rauchgranate? Die sind ätzend. Kurze Frage. Was soll ich nochmal hier? Beschaffe Aphasis-Teil in U-Bahn Teil A. Nein, du warst doch gerade so schön. Ja, was soll der Alarm? Zeit für einfaches Snipen. 5000er Crit, das ist sehr schön. Auch sehr schön. Achso, da. Ergibt irgendwo Sinn.